In Duisburg feierte am Nachmittag der Kurzfilm Das Vorurteil Premiere. Darin haben vor allem junge Schauspieler aus der Region mit türkischer Herkunft mitgespielt. Die Melek möchte eben Aleviten heiraten. In dem Film geht es um Feindseligkeiten zwischen Sunniten und Aleviten. Ein Paar will heiraten, aber ihr unterschiedlicher Glauben lässt das nicht zu. Außerdem verachtet der Sunnite im Film seinen Bruder, der eine deutsche Frau geheiratet hat. Der Hauptdarsteller ist selber Sunnite. Für mich war es wirklich persönlich wichtig, diesen Film zu machen, dass wir einfach diese Streitigkeiten aus der Welt schaffen wollen. Wir wollen einfach, dass Sunniten, dass Aleviten, dass Kurden, dass Türken wirklich Hand in Hand gemeinschaftlich auf dieser Welt, auf dieser Erde leben. Zur Filmpremiere kamen vor allem türkischstämmige Zuschauer, Sunniten wie Aleviten.